erstens schon mal mit der Hausschuhpflicht. Die Lehrer haben immer Schuhe an. Es gibt da Fälle, wo die Lehrer unter der Stunde einfach gehen und 20 Minuten nicht mehr kommen und dann vor der Tür telefonieren oder so. Also es ist schon manchmal zum Überlegen. Lehrer sind von dem her schlechte Vorbilder, dass sie ziemlich viel Ferien haben, was im späteren Leben ziemlich unrealistisch ist, wenn man nicht direkt Lehrer werden will. Und dass sie zu spät kommen, stimmt teilweise. Es gibt Lehrer, die zu spät kommen, ziemlich bestrafen und auch Entschuldigungen fordern. Und es gibt Lehrer, die kommen selber zu spät und müssen sich dafür nicht rechtfertigen, was man als Schüler auch unfair finden kann. Halt, manche Lehrer bringen die Schularbeiten erst 2 Wochen zu spät zurück und erwarten aber dann, dass wir die Aufgaben halt pünktlich dann machen. Und es ist halt aber vom Gesetz geregelt, dass man die Schularbeit eine Woche danach halt zurückbringt. Und manche haben es gar nicht gekriegt, obwohl wir schon die nächste Schularbeit haben und haben sie dadurch auch nicht verbessern können. Also es gibt das Beispiel vom Handyverbot, dass man selber nicht das Handy benutzen darf in der Schule und dass man aber regelmäßig Lehrer sieht, die selber in der Schule telefonieren. Wir haben Handyverbot, aber bei manchen Lehrern wird das Handy halt während der Stunde zum Beispiel. Ja. Manche kommen schon pünktlich und legen sich halt voll ins Zeug, aber manche kommen halt immer zu spät, haben nichts dabei, sind nicht vorbereitet, haben irgendwelche Lösungen nicht aufgeschrieben und sind dann auf die Schüler angewiesen. Ja, aber sonst, ich sehe einen Lehrer auch generell nicht als Vorbild.